Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer iPod, iPhone und iPad außer dem iPad 2 mit Hilfe von RedSnow jailbreaken könnt. Als erstes müsst ihr RedSnow downloaden, zusammen mit Firmware. Dann kopiert es auf euer Desktop. Das habe ich schon gemacht. Dann sieht das so aus, dann öffnet ihr den Ordner, öffnet RedSnow und holt eure Firmware, die ihr braucht, um einen Jailbreak durchzuführen. Jetzt klickt ihr auf Next. Jetzt lädt er noch ein paar Dinge runter. Dann, das ist für mich so wichtig, Tevred muss nicht sein, das ist ein Untevred Jailbreak, klickt ihr auf Next. Und jetzt müsst ihr euer iPod ausschalten. Off. Okay. Und jetzt wird es etwas knifflig. Jetzt klickt ihr Power-Button und dann den Home-Button dazu. 10 Sekunden, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt lässt ihr Power-Button los und drückt einfach nur die Home-Button. 10, 9, 8, 7, 6, Flame Rain. Am besten lasse ich es noch ein wenig gedrückt. Man weiß nie. Und jetzt startet er neu. Rebooting. Na, jetzt lädt er da so ein paar Daten. Das dauert da ein wenig. Da könnt ihr auf Finish klicken, das haben wir schon erledigt. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis unser iPod gejailbreakt ist. So, und dann erscheint da so ein schönes Logo mit einer Ananas. Ja, so ist der RedSnow Jailbreak. Jetzt muss er da noch ein paar Dinge runterladen. Das dauert jetzt ein klein wenig. Moving Applications. Den Jailbreak tue ich euch in die Beschreibung. Zusammen mit der Firmware, die ihr braucht. Na, ihr findet auch hier auf dieser Seite findet ihr die Anleitung, wie ihr euer Gerät jailbreaken könnt. Naja, falls irgendwas unklar ist, mir einfach schreiben. Ich antworte euch so schnell wie möglich wieder zurück. Ja, und meins Jailbreak gerade noch. Naja, bis das alles heruntergeladen ist, das dauert eine Weile. Und sobald, jetzt installiert er da noch was. Vielleicht kriege ich das noch alles im Video zusammen, weil es wäre ein wenig klein. Jetzt startet mein iPod neu. Allenfalls müsst ihr euer Gerät, das ist ein wichtiger Hinweis, müsst ihr euer Gerät wieder neu starten, da das Gerät dann wieder besser die Daten laden kann. Wichtig ist, wenn ihr einen Tevred Jailbreak macht, dann solltet ihr immer beim Neustart euer Gerät mit dem Computer oder Laptop verbinden.
und es erneut rebooten. Hinweis: Für iPhone-Nutzer, die auf einen Unlock angewiesen sind, würde ich den Redsnow nicht gerade empfehlen. Wartet lieber, ob da noch einen passenden Unlock zu finden gibt. Ja, da ist das Video drauf und ich hoffe, springt ihr da raus. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und abonniert und kommentiert mich. Ciao!